präpariert habe vom Gelenkkaps und den Vastus habe ich auch ein bisschen zurückgeschoben, damit man das sehen kann. Der gibt mir einfach nur die Richtung vor. Jetzt könnte ich den mal einfach mal hier retrograd reinbohren. Durchbohren, machst du den mal fest davon? Und einfach nur den Stelle an der Krista hier lateral am Femur festzustellen, wo die Pins etwa rauskommen sollten. Einfach mal hin, fährt mein Gelbi hoch, weiter. Das reicht, um das zu zeigen. Ich drehe es mal um. Wenn man das, kann man das jetzt sehen? Das ist wirklich auf der, hier oben ist der Trochanter und relativ weit unten kommen die Pins. Nicht sehr, sehr weit oben, sondern unterhalb des Trochanter Tertius, wo der Gluteus superficialis einsetzt. Okay, nur mal zum Zeigen. Und jetzt für das Zielinstrument mache ich hier mir mal an dieser Stelle eine kleine Nut. Kann man mit dem Skalpell machen, könnte man mit einer kleinen Säge machen, um das Zielgerät hier, da es schräg stehen wird, etwas besser verankern zu können. So. Gut, wir haben das Zielgerät jetzt draufgebracht. Wir haben mit den beiden kleinen Zähnchen hier vorne den Femurkopf uns eingespannt, in etwa auf dort, wo das Ligamentum capitis ossis femoris ansetzt. Sachte, diese beiden kleinen Defekte im Hyaluronkopf. Jetzt bin ich im Knochen drin. Probe vor. Dieser Querpin sollte nicht stören. Im Grunde müsste sich dieser Pin an diesem kleinen Hilfspin, der eine Nummer zu groß gewählt ist, 0,8, 0,6, reicht komplett aus. Wir entfernen jetzt unser Zielgerät. Da gibt es einen netten Mechanismus, mit dem man das machen kann. Man hebt diesen ganzen Bügel komplett heraus, aus seiner Führung, nach vorne hin. Und hat dieses Instrument hier noch, nur noch locker drüber liegen. Wir spannen einfach hier hinten aus und können diese ganze so. Nun haben wir unseren Pincube hier aufgesetzt, der zwei verschiedene Seiten hat. Auf der einen können wir Pins verwenden von 0,8 bis 1,6 und auf der anderen von 1,4 bis 2,3. Und haben wir ein Loch gewählt, was diesem 1,0er Pin, den wir verwendet haben, entspricht. Die Lochung auf beiden parallel zueinander laufenden Seiten ist gleich. Und jetzt kann ich diesen Pincube um diesen drehen und ich kann auch den Abstand des zweiten Pins, des parallel dazu kommenden Pins, beliebig wählen. Ich kann zum Beispiel drei Löcher in die Distanz gehen, das wäre dann im kompletten Abstand. Ja, das scheint mir ein bisschen zu breit zu sein. Dann nehme ich einfach das nächste Loch, ein Loch näher dran. Das kann man von hier aus, wo ich hier sitze, wunderbar sehen. Dann führt man den Pin hier durch und dieser Abstand scheint mir sehr vernünftig zu sein. Ich kann den Pincube beliebig drehen, damit dreht sich mein Pin gleich mit. Ich muss ihn auch nicht wirklich dran schieben. Ich kann auch in der Peripherie verwenden, wo ich ihn so brauche. Ich gehe hier wieder auf die Krista und würde jetzt durch diesen Pincube hindurch. So. Ups, da ist er wieder raus. Und dann könnte ich jetzt diesen Pin genauso bringen. Das tun wir jetzt. Ich muss euch jetzt gar nichts mehr groß machen. Wenn ich den Ansatzpunkt des Pins habe und den Pincube dort habe, habe ich eine sichere parallele Führung meines ersten, zweiten Pins zu meinem ersten Pin. Wenn ich wieder aufgehe, wir haben ja erst einen Pin zur Orientierung, könnte man jetzt mit einem, zum Beispiel mit einem Osteotom ein bisschen Gegendruck hier aufbauen. Das tun wir. Ein bisschen Druck dagegen bringen, damit ich mir meinen Femurkopf. Hups, das ist eben, wenn man nicht kühlt. Ne? Sogar noch einen dritten Pin einbringen, in einer
wie auch immer wir das wollen, der PinCube macht eigentlich jede Distanz und jeden Winkel zueinander möglich. Bei diesem wirklich sehr, sehr kleinen Kätzchen sollten es diese beiden Pins aber auch schon tun.